Während Großmolkereien mit immer neuen Kreationen den Umsatz steigern, klagen die Bauern über schwankende Milchpreise. Jährlich verbraucht jeder Deutsche durchschnittlich rund 85 Kilo an Frischmilcherzeugnissen. Milch, Quark, Joghurt, Käse. Damit sind wir Deutschen im Verbrauch Weltspitze. Dabei gibt es Zweifel an der gesunden Milch. Denn sie steht unter Verdacht, ein möglicher Auslöser für Asthma, Hauterkrankungen, Diabetes oder sogar Krebs zu sein. Kann also Milch nicht nur fit, sondern auch krank machen? Verkaufsschlager Milch. Das Riesenangebot zu jeder Zeit an allen Orten ist in erster Linie dem technischen Fortschritt zu verdanken. Lückenlose Kühlketten vom Bauernhof über den Supermarkt bis zum heimischen Kühlschrank. Natürlich sorgt auch das gute Image für die stetige Nachfrage. Milch besteht unter anderem aus Wasser, Milchzucker, Fett, Eiweiß, Hormonen und Kalzium. Mit großem Aufwand wird sie umgebaut, mal haltbarer gemacht, mal mit Farbstoffen oder Vitaminen angereichert. Ich mag einfach gerne Milch. Ja, zu Müsli und zu allen möglichen Sachen. Trink gerne Milch, ja. Wie sind denn Milchprodukte für Sie? Och, da sind gute Werte drin. Auch im Käse und so weiter sind die richtigen Prozente drin, die man haben soll, so, nicht? Aber ich selber vertrage sie leider nicht, weil ich einfach Bauchschmerzen davon bekomme und wahrscheinlich eine Laktoseallergie habe, die ich aber noch nicht feststellen lassen habe. Aber die Kinder müssen Milch trinken. Das ist wichtig für die Knochen und für den Knochenbau. Solange sie es vertragen, ist es okay. Ja, ich bin damit groß geworden. Und es schmeckt gut. Milch ist ein tägliches Nahrungsmittel für mich. Warum? Ja, weil ich denke, das braucht man. Das ist für die gesunde Ernährung, ne? Blauer Himmel, grüne Weiden. Die Werbung der Milchindustrie tut seit Jahrzehnten alles, um diese Klischees immer wieder zu bedienen. Was die Natur macht, kann nur gesund sein. Stimmt das? Wir fahren nach Bonn zur Zentrale der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Die DGE bildet sowohl Mediziner als auch Ernährungsberater weiter und wird hauptsächlich durch Bund und Länder finanziert. Milch wird von der DGE ausdrücklich zum täglichen Verzehr empfohlen. Aber auch hier weiß man offensichtlich von Gefahren, die möglicherweise von der Milch ausgehen können. Es gibt sicherlich auch Hinweise darauf in der Literatur, auch in Studien vereinzelt, dass Milch bzw. Kalzium, man weiß also nicht genau, ist es die Milch oder ist es nur das Kalzium, steht sozusagen in Verdacht, Krebs zu erzeugen, insbesondere Prostata- oder Brustkrebs. Aber die Studienlage hierzu ist nach wie vor nicht einheitlich. Also es gibt eine Vielzahl von Studien, die sozusagen eine Beziehung festgestellt haben, dass ein hoher Milchverzehr Prostata-Krebs fördern kann. Nur die Milch ist ja auch sozusagen ein komplexes Lebensmittel und Sie können das sozusagen statistisch nicht einfach rausrechnen und sagen, es ist auf jeden Fall die Milch oder es ist auf jeden Fall das Kalzium. Eine bemerkenswerte Stellungnahme. Die Vertreterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung weiß um mögliche Risiken, die der Milchgenuss mit sich bringen kann, benennt sogar konkret die schlimmsten Folgen in Form von Krebserkrankungen. Für uns Verbraucher empfiehlt die DGE in ihren 10 Ernährungsregeln dennoch ohne jede Einschränkung den Genuss von Milch. Unter Punkt 4 steht hier, Milch und Milchprodukte sollten täglich verzehrt werden. Kein Wort zu möglichen Gefahren durch Milch. In unseren Empfehlungen, in den allgemeinen Empfehlungen, weisen wir nicht darauf hin. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel basierend auf den Ernährungskreis, die 10 Regeln der DGE, vollwertig und ausgewogen sich zu ernähren, weil diese Empfehlungen sind für gesunde Personen. Milch also eine Empfehlung nur für Gesunde? Auch Margit Felix aus Kaltenkirchen hielt Milch für gesund, glaubte, dass sie wichtig sei für ihren Körper. Dann wurde sie krank. Die Schmerzen nahmen zu, ich konnte nichts mehr festhalten. Die meisten Dinge fielen mir irgendwann aus der Hand, weil ich einfach nicht mehr greifen konnte. Und ich habe einen sehr stark juckenden Hautausschlag, zunächst am Rücken, später auch an den Armen und an den Beinen bekommen. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen, der Fingergelenke wegen. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen, der Hautbeschwerden wegen sozusagen. Die Aussagen der beiden Akademiker waren ziemlich einheitlich. Ja, das liegt am Alter. Da kann man relativ wenig machen. Der eine wollte mir hat mir eine Creme verschrieben zur Behandlung der Haut und der andere hat mir ein Schmerzmittel verordnet zur Behandlung der Beschwerden der Finger. Das habe ich beides verwendet, ohne dass die Beschwerden in irgendeiner Weise besser wurden. Mit der Konsequenz für mich, dass ich das komplett umgestellt habe, meine Ernährung komplett umgestellt habe und alle Milch und sämtliche Milchprodukte, also alle aus Milch hergestellten Produkte, Käse, Quark, Joghurt,
was dazu gehört, in diese Produktpalette von meiner Ernährungsliste gestrichen habe. Und dann wurde es innerhalb kürzester Zeit mit meinen Beschwerden deutlich besser und jetzt sind sie ganz verschwunden. Margit Felix fand in Büchern den Zusammenhang zwischen ihren Beschwerden und der Milch. Nur die wenigsten vermuten, dass auch Milch als Grund für eine Krankheit in Frage kommen kann. Die Anbieter von Milchprodukten bleiben aktiv, drängen mit immer neuen Kreationen auf den Markt. Die Wachstumsgrenze ist noch nicht erreicht. Werbung schafft neue Begehrlichkeiten. Monte gibt's auch im extra großen Becher. Garantiert kontrolliert. Insgesamt wurden allein in Deutschland im letzten Jahr 300 Millionen Euro für Milchproduktwerbung wie diese ausgegeben. Dreimal mehr als beispielsweise für Fleischprodukte. Auch Politiker fördern das gute Image der Milch. Wie hier Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner auf der Grünen Woche in Berlin. Die ist nicht nur für den Verbraucherschutz zuständig, sondern auch für die Belange der Milchbauern. Kiel. Außenstelle Max-Rubner-Institut, eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Früher hieß sie mal Bundesanstalt für Milchforschung. Wir treffen Dr. Michael de Vreese, seit 30 Jahren Chemiker am Institut. Wir decken bis zu 60% unseres Kalziumbedarfs aus Milch und Milchprodukten, vor allen Dingen auch aus Käse. Der ist zum einen wichtig, in der Jugend, einfach damit wir sozusagen bis zum 20. Lebensjahr eine möglichst große Knochenmasse aufbauen, von der wir dann unser restliches Leben lang zehren. Im höheren Alter kann Kalzium es auch unterstützen, dass der Knochenaufbau, der Abbau, der in jedem Falle einsetzt, verlangsamt wird. Und er kann dann die Osteoporose auch gerade bei Frauen herauszögern. Was aber, wenn über die Milch zu viel Kalzium aufgenommen wird? Dann nämlich könnte das für die Knochen so wichtige Vitamin D verdrängt werden. Eine mögliche Folge, eine Schwächung der Knochen, Osteoporose. Auffällig ist, dass in Ländern, in denen wenig Milch getrunken wird, die Krankheit viel seltener vorkommt. Der Dozent an der Universität Osnabrück und Mediziner Professor Bodo Melnick. Milchprodukte sind aus seiner Sicht zwar nach der Geburt wichtig, aber mit steigendem Alter können sich die positiven Effekte umkehren. Es gibt auch genügend Ernährungswissenschaftler, die sich da anschließen und sagen, die Milch macht eher Osteoporose, weil durch den hohen Kalziumkonsum mit Milchprodukten wird der Vitamin-D-Spiegel abgesenkt. Und Vitamin D ist sehr wichtig für die Aufnahme von Kalzium in den Knochen, auch für die Absorption des Kalziums im Darm. Das bedeutet, das Vitamin D ist viel wichtiger als der Kalziumspiegel. Und mit hohen Überlastungen von Kalzium, wie es eben durch Konsum von Milchprodukten die Folge ist, fahren wir den Vitamin-D-Haushalt in den Keller. Das bedeutet, die Milch hat eher die Gefahr, Osteoporose auszulösen. Mit Milchkonsum beginnt das Leben nach der Geburt. Die Muttermilch setzt wichtige Impulse. Sie ist ein Lebensstarter. Melnick allerdings trennt zwischen Muttermilch und dem Verzehr von Kuhmilch. Neben seinem Lehrauftrag arbeitet Melnick als Hautarzt. Die Erkrankungen seiner Patienten brachten ihn auf die Spur der Milch. So, dann wollen wir uns das mal anschauen, wie sich das Frontbild denn so entwickelt hat. Seine Erfahrung, wenn seine Patienten Milch und Milchprodukte konsequent mieden, besserte sich ihr Zustand häufig. Für Melnick ist die Milch viel mehr als nur ein Nahrungsmittel. Denn die Hormone, auch die in der Kuhmilch, senden starke Wachstumssignale. Milch ist ein von der Natur zeitlich begrenztes Signal, was wir mit zunehmender Weise immer weiter erhöht haben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und die Milch muss sicherlich hier ganz neu hinterfragt werden. Und dieses Signal eben als Wachstumssignal ist auf Dauer sicherlich für die Gesundheit des Menschen und für die Langzeitperspektive nicht gut geeignet. Mit welcher Konsequenz? Wir haben zum Beispiel Daten und wissen, dass zum Beispiel Milchkonsum während der Pubertät das Risiko von Prostatakrebs im Alter dramatisch erhöht. Da ist gerade eine sehr beachtenswerte Studie in Island, aus Island publiziert worden. Wir wissen aber auch von anderen großen epidemiologischen Studien, dass Milcheiweißkonsummenge zum Risiko von Prostatakrebs letztlich assoziiert ist. Und auch alle anderen Zivilisationserkrankungen haben mit dieser endokrinen Veränderung letztlich zu tun. Wissenschaftler wie Melnick sind sich sicher, Milch kann krank machen, sogar Krebs auslösen. Andere sind sich ebenso sicher, einen Zusammenhang zwischen Milch und Zivilisationskrankheiten gibt es nicht.
Wie kommt es denn dazu, dass die Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht und auch Krebs im Zusammenhang mit Milch gesehen werden, Milchprodukten? Weil es sozusagen einfach reizvoller ist, ein Lebensmittel, was eigentlich alle für gesund halten, als riskant hinzustellen. Das ist eine interessante Geschichte. Wenn Sie erzählen würden, dass, was weiß ich, dass ein Haushaltsreiniger als Lebensmittel ungeeignet ist, wäre sicher keine interessante Geschichte. Also es ist einfach nur Effekthascherei, Ihrer Meinung nach? Ich will jetzt nicht sagen, es ist nur Effekthascherei. Die Leute, also die glauben schon daran. Also viele jedenfalls. Bei anderen ist es sicher Effekthascherei. Alles eine Glaubensfrage? Kälber. Für sie produzieren die Mutterkühe eigentlich Milch, als Lebensstarter. Die Milch aus dem Euter bekommen sie nur für kurze Zeit. Dann päppelt man sie mit industriell hergestellten Milchtauschern auf. Die Milch wird woanders gebraucht, in den Regalen der Supermärkte. Wir fahren nach Bayern, zum Max-Planck-Institut in Andechs. Wissenschaftler wie Professor Schiefenhöfel meinen, der Mensch könne auf Milch verzichten. Denn der heutige Milchkonsum sei eigentlich nur kulturell gewachsen. Das Problem beginnt dann, wenn Sie eine Milchkultur haben. Nehmen wir mal an, das war vor 7000 Jahren in der Slowakei so. Jetzt haben die Leute geglaubt, jeder verträgt Milch. Das ist natürlich dann das Bild, was man im Kopf hat. Und haben ihren Kindern Milch zu trinken gegeben, denen ist aber schlecht gegangen. Das war eine Phase, die bis heute anhält, weil wir das ja auch noch immer so machen, die ist ungünstig. Aber daraus zu schließen, dass die Kuh und die Milch insgesamt schlecht sein, das würde ich nicht sagen. Sie haben was anderes gesagt. Sie haben gesagt, die Kuh ist eine tolle Erfindung. Man braucht sie nicht unbedingt. Das habe ich gesagt und das stimmt auch. Ich muss sie nicht haben, denn in vielen Teilen der Welt sehen wir ja, die Leute sind komplett gesund, ohne dass sie die Kuh mit ihrer Milch zur Verfügung haben. Vollkommen richtig. Das ist echte Alpenmilchqualität. Leicht einzugießen. Ungeöffnet, auch ungekühlt. Lange haltbar. Lange? Wenn er nicht immer die mit dem Bärendurst will. Die Milchindustrie vergibt jährlich millionenschwere Werbeetats für eindrückliche Spots wie diese. Denn der Markt ist umkämpft. 30 Milliarden Liter Milch im Jahr gilt es zu verkaufen. Auch produziert von sogenannten Hochleistungskühen. Eine Auktion in Bremervörde. Interessenten sind sogar aus Italien angereist. Milchkühe stehen derzeit hoch im Kurs. Wir sind mit dem Tierarzt Rupert Ebner verabredet. Ebner bemängelt grundsätzlich den Umgang mit den Tieren als reine Produktionseinheiten. Ein Tier sei eben nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Lebewesen. Wir müssen einfach in den Systemen, in den Individuen mit Schmerzempfinden, mit Bedürfnissen anders denken als bei Maschinen, die man einfach schneller, toller, besser gestalten kann. Das Bild der Maschine darf nicht auf die Kuh übertragen werden. Viehauktionen mit Kühen laufen nach Dr. Ebners Erfahrung überall gleich ab. Es dreht sich nur um eine Frage. Wie viel Liter Milch gibt ein Euter pro Tag her? Um die Milchleistung der Tiere bestmöglich zu präsentieren, werden die Kühe vor der Auktion nicht gemolken. Die schmerzhafte Folge, die prallen Euter laufen aus. Die Verkäufer legen sich mächtig ins Zeug, um die Prachtstücke zu polieren. Ja, diese hat noch nicht lange gekalbt. Die hatte da 24 Liter nach einer Woche. Also die hat jetzt auch schon etwas mehr. Ist das gut? Ja, die anderen drei, die wir hier haben, die haben zwischen 29 und 31. Und die allerbesten haben, denke ich mal, hier bei 40 Liter hier. Am Tag. Ja. Das Euter ist ja das Wichtigste. Da will man ja Milch rausholen. Und deswegen soll das dann auch optimal beim Verkaufen, man will ja auch den optimalen Preis raushaben. Milch hat sie aber genug mit 28 Liter. Alles in Ordnung. Ganz toll. Super Beine drunter. Und das Euter passt auch. 17 fair. Top. Schickes, langes Voreuter. Fair. Top. 31 Liter, eine mehr Milch. Das ist gutes Rind, denke ich. Fair. Top. Tier um Tier wird in der Arena zur Begutachtung vorgeführt. Im Minutentakt kommen die Kühe unter den Hammer. Die Milchliterzahlen schwirren nur so durch den Raum. Super Euter drunter. Super Rind. Fair. Komm. Katalog Nummer 33 mit sage und schreibe 45 Liter. Eine, die produzieren will und eine, die mit Sicherheit ganz viel Spaß macht. Für jeden, der sie jetzt in wenigen Augenblicken ersteigert. Nach einer Stunde ist Schluss. Alle Tiere sind verkauft. Naja, war eine relativ teuer. Muss schon. Woran liegt's? Ja, die Nachfrage ist sehr groß und
dann gehen die Preise eben nach oben. Wo kommt denn die Nachfrage so plötzlich? Naja, der Milchpreis ist ein bisschen gestiegen und deswegen stocken schon einige sicherlich auf. Und der Ausland kauft viel. Also wir haben jetzt 3 Stück gekauft heute. Also wir haben jetzt gute 250 Kühe und noch ein paar dazu. Das passt. Warum laufen denn die Geschäfte so gut momentan? Warum stocken so viele auf? Weil die Nachfrage nach Milch immer steigt, von Jahr zu Jahr. Auch die Exporte in Drittländer wächst immer weiter. Der Export deutscher Kühe, aber auch der von Milch, läuft auf Hochtouren. Die Nachfrage steigt stetig. Milchprodukte im Wert von rund 24 Milliarden Euro werden jährlich allein aus Deutschland exportiert. Die Molkereien verstehen sich längst als Global Player und liefern in alle Welt. So landet Milch aus Norddeutschland dann schon mal in Saudi-Arabien oder in China. Mit der Milch hat die chinesische Regierung ganz eigene Ziele. Sie plant, mit Milch das Längenwachstum ihrer Bevölkerung zu fördern. Der Chinese soll größer werden. Ein riesiger Markt. Und Werbung wie diese verspricht, mit Milch wird man mindestens ein Astronaut. Für die Bauern aber bleibt das Milchgeschäft schwer zu kalkulieren. Ständig steigende Kosten und der schwankende Milchpreis führen zu Hochleistungsproduktionen von 10 bis 12.000 Liter Milch pro Tier und Jahr. Das heißt, 40 Liter am Tag sollten es sein. Eine Kuh, die 40 Liter Milch am Tag produziert, beim Körpergewicht von 600, 650 Kilogramm, hat ja die Notwendigkeit, dass eben riesige Mengen Blut durch das Euter transportiert werden. Das kann man sich kaum vorstellen, dass ein Tankzug 30.000, 40.000 Liter Blut am Tag durch die Gefäße des Euters, damit diese Milchleistung produziert werden kann. Und um diese Milch zu erzeugen, braucht die Kuh natürlich eine entsprechende Futtermenge, die sie aufnehmen muss, die der Stoffwechsel verarbeiten muss. Dieses Futter muss natürlich energetisch hochkonzentriert sein. Das heißt, Gras und Heu reicht lange nicht mehr aus. Man muss auf Eiweiß, hochkonzentrierte Eiweiße wie Soja zurückgreifen. Dazu noch Substanzen, die wir eigentlich nur aus dem Chemieunterricht kennen. Ja, Glycerin, Propylenglykol, saure Salze, Harnstoff, ja, um eben der Kuh zu ermöglichen, dass sie diese Milchleistung erbringt. Eine Kuh kann ohne weiteres 25 Jahre alt werden. Die Turbomilchkühe allerdings haben in der Regel Glück, wenn sie das 5. Lebensjahr erreichen, als dauerschwangere Milchmaschinen. Wir sind in der Praxis von Dr. Janowitz. Viele Milchkühe leiden an typischen Berufskrankheiten, wie zum Beispiel der häufig auftretenden Labmagenverlagerung. Eine Folge der Zugabe von Kraftfutter. Diese Krankheit ist so schwerwiegend, dass umgehend operiert werden muss, sonst würde das Tier verenden. Nach einem kleinen Schnitt verschafft sich der Arzt mit einem Endoskop einen Überblick im Bauchraum. Der Grund für die Erkrankung? Also die Züchtung ist ja schon stark auf Milchleistung natürlich ausgelegt und die Fütterung der Kühe hat sich deutlich verändert. Wir setzen ja heute viel, viel mehr Kraftfutter ein als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Mit dieser Leistungssteigerung ist letztlich diese Krankheit mit dazugekommen. Die Kuh wird auf einer Art drehbarem OP-Gestell festgeschnallt und nur örtlich betäubt. Der Eingriff ist minimalinvasiv und Routine von Dr. Janowitz, der diese OP-Methode entwickelt hat. Wir operieren 300, 400 Kühe im Jahr und das ist selten, dass man eine überhaupt mal ein bisschen Gegenwehr zeigt oder Abwehr zeigt. Die lassen sich das alles eigentlich sehr gut gefallen, weil sie natürlich auch merken, dass ein gewisser Zwang da ist. 300, 400 Kühe mit Labmagen? Ja, ja. Haben wir gut zu tun. Ja, das ernährt ganze Generationen von Tierärzten, die Labmagenverlagerung, ganz sicher, ja. Auch das eine Folge der modernen Milchwirtschaft. Der Eingriff dauert 40 Minuten, kostet keine 200 Euro. Früher musste der Bauch des Tieres weit aufgeschnitten werden, um den Labmagen zu drehen und neu zu fixieren. Oft ein wirtschaftlicher Totalausfall für den Bauern. Heute kann die Kuh nach der ambulanten OP gleich wieder zurück in die Produktion. Gut fürs Geschäft. Hauptsache, die Milch fließt. In den USA habe ich mit Farmern gesprochen, die haben gesagt, die Labmagenverlagerung ist die größte Geißel der Milchviehhaltung in den USA und trotzdem werden da Erkrankungsraten bis 20% toleriert, weil Amerikaner sagen, selbst das ist irgendwo noch wirtschaftlich. In Deutschland erkranken bis zu 5 von 100 Milchkühen an der Labmagenverlagerung. Turbokühe sind das Ergebnis langwieriger Zuchtforschungen, wie sie zum Beispiel im tierbiologischen Leibniz-Institut nahe Rostock durchgeführt werden. Die Milchleistung der Tiere ist in den letzten Jahrzehnten auch dank solcher Forschungen um tausende Liter pro Tier und Lebensjahr gesteigert worden. Dreharbeiten vor Ort im Versuchsstall mit solchen Turbokuhzüchtungen wurden uns nicht gestattet. Zurück zu den Bauern.
Wir sind auf dem Hof von Bianca und Rolf Schröder. Das Ehepaar führt den Hof in der vierten Generation. Vor 4 Jahren investierten sie 1 Million Euro in einen neuen Kuhstall und konnten so ihren Tierbestand mehr als verdoppeln. ...1,4 Millionen Liter Milch liefern Schröders Kühe jetzt jedes Jahr an eine Großmolkerei. Ich habe das Gefühl, dass manche überhaupt nicht wissen, wie es auf einen landwirtschaftlichen Betrieb heute zugeht, sondern dass die immer noch das Gefühl haben, ein Bauer muss sein wie vor 100 Jahren, der da mit Holzschuhen rumläuft und seine 5 Kühe hält auf Strohhaltung. Das ist heute nicht mehr so. Das kann auch nicht so sein, davon könnte kein Landwirt mehr existieren. Heute ist die Landwirtschaft ist größer, kompakter und geworden. Und damit auch viel intensiver. Die 200 Kühe werden 2-mal am Tag gemolken, 365 Tage im Jahr. Das übernehmen die Frauen. Im Durchschnitt gibt bei uns jede Kuh so 29 bis 30 Liter. Es kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Im Sommer sind die Kühe natürlich hitzeempfindlich. Kälte macht denen nichts. Durchschnittlich im Jahr sind das wie viele Liter pro Kuh? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist, eine gute Kuh gibt an die 12.000 Liter pro Laktation. Laktation ist die Milchabgabe. Aus dem kleinen Bauernhof ist eine Milchfabrik geworden, mit 1,4 Millionen Litern jährlich. Das ist nicht so einfach. Wachsen oder weichen, das ist einfach so heute. Wir sind angefangen sind wir mit 9 Kühen. Vor wie vielen Jahren? 45. Vor 45 Jahren? Haben wir geheiratet. Ja, da hatten wir 9 Kühe. Und dann haben wir laufend umgebaut. Dann erst mal den Stall, dann den Stall. Und dann 86 eben den großen Schritt, Boxenlaufstall. Und jetzt eben hier wieder. Um auf dem Milchmarkt bestehen zu können, müssen die Bauern ihre Höfe ständig vergrößern. Dass viele kleine Betriebe da nicht mithalten können und untergehen, nennt man dann Strukturwandel. Bauern, die dem einmal nachgegeben haben, können kaum zurück. Ihnen bleibt angesichts der hohen Kosten für ihren Hof nur immer weiter mitzuspielen. Denn wer einen Millionenbetrag investiert und hunderte Tiere angeschafft hat, muss zusehen, dass er die Milchlieferquote gegenüber der Molkerei erfüllt. Nur so läuft der Betrieb rentabel. Über 10 Tonnen Mischfutter muss der Familienbetrieb Schröder jeden Tag mixen, damit die Leistung der Tiere nicht abfällt. Gut, die Hälfte davon ist Kraftfutter. Wenn die Preise des weltweit gehandelten Viehfutters steigen, kann auch das einen Milchbauern seine Existenz kosten. Wir können nicht den Milchpreis selber bestimmen, wir können aber unsere Kosten vielleicht selber bestimmen, indem wir versuchen, alles so weit wie möglich auf günstigste Schiene zu fahren. Günstigste Schiene heißt, ich will nicht sagen, dass man das Billigste kauft, aber was am Ende das Beste fürs Tier und für den Betrieb ist. So, das ist die 3, das ist mit 54 Tagen. Ja. Die Kuh ist tragend. Gut. Trächtigkeitsuntersuchungen machen wir turnusgemäß alle 3 Wochen durch Dr. Löschner, der die Trächtigkeiten der Kühe feststellt ab 30. Tag. Warum muss man das machen? Also warum dieser Service? Weil die Kuh so schnell wie möglich wieder tragend wird, damit sie nicht in der Milchleistung abfällt. Für optimale Milchproduktion sorgt auf Zuruf 24 Stunden am Tag der ambulante Besamungstechniker mit tiefgefrorenem Bullensperma aus dem Kofferraum. Intensive Landwirtschaft heißt, dass die Kühe jedes Jahr ein Kalb werfen. Erst dann bleibt die Milchmenge kalkulierbar. Tiere, die sich diesem Rhythmus nicht anpassen, werden aussortiert, landen schnell beim Schlachter. Ersatz ist ja bereits unterwegs. Neudeutsch heißt das Herdenmanagement. Die Kühe werden per Software permanent überwacht. Zuständig für die Datenpflege der 4-beinigen Produktionseinheiten ist die Bäuerin. Auf dem Bildschirm im Hof sind die Tiere als Nummern sichtbar. Ungefähr mit 24 Monaten kalbt eine Kuh zum ersten Mal. Dann beginnt die Milchproduktion. 6 bis 8 Wochen nach der Geburt wird sie schon wieder künstlich besamt und gibt, während ein neues Kalb in ihr heranwächst, ungefähr 310 Tage lang Milch. Jede einzelne Kuh ist hier erfasst. Wo ich dann auch genau sehe, wann sie gekalbt hat, wann sie geboren ist,
wie oft sie gekalbt hat, was sie für Kälber, ob Kuhkalb oder Bullenkalb, ob sie eventuell schon mal behandelt wurde. Die Schröders haben einen festen Liefervertrag mit der Molkerei Frischli. Alle 2 Tage wird die Milch abgeholt. Nur Frischli war ohne Vorbehalte bereit, uns drehen zu lassen. Andere Molkereien, wie das Deutsche Milchkontor, zogen anfängliche Zusagen für Aufnahmen im Werk plötzlich zurück. Wir haben jeden Tag etwa 1,3 Millionen Kilogramm, die hier ankommen, werden da angenommen. Das ist die Milchabtankhalle. Da werden die LKWs entleert, gehen über diverse Tanks. Sie sehen diese Tanks. Die Milch wird an verschiedenen Stellen erhitzt, bearbeitet. Und ganz am Ende dieses Komplexes ist das Hochregallager. Von da aus werden die fertigen Packungen dann als Fertigware verladen. So fließen in dem Betrieb täglich über 1 Million Liter Milch in Rohrleitungen und Kessel. Zu sehen ist von der Milch nichts. Per Monitor werden die Prozesse überwacht. Die Milch wird zunächst bei 70 Grad pasteurisiert, dann durch Zentrifugen in ihre Bestandteile zerlegt, um anschließend, je nach Verwendungszweck wunschgemäß, wieder zusammengesetzt zu werden. Alle Produkte sind ultrahoch erhitzt, sogenannte Haarmilch. Frischli existiert seit 1901. Der Zusammenschluss von mehreren Privatmolkereien beschäftigt 600 Mitarbeiter an 3 Standorten. Das größte Werk liegt mitten auf dem Land bei Rehburg, nördlich von Hannover. Knapp 900 Bauern liefern hier täglich ihre Milch ab. Neben Eigenmarken produziert Frischli für die großen Discounter und für Tomi oder Nestle, rund um die Uhr. Es gibt in der Tat eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, wie erwirtschaftet wird. Sie sehen ja auch, wie wir wirtschaften, und dem heile Weltbild im Fernsehen, wo die Sennerin auf der Alm in den Käse oder in die Milch greift. Sie sehen, dass das kostenmäßig gar nicht darstellbar ist. Wenn man was vernünftig zu vernünftigen Preisen produzieren will, wenn das der Verbraucher bezahlen kann, dann muss es in etwa so laufen, wie es bei uns läuft. Mehr oder weniger in einer Massenproduktion, wenn man dies ja als Massenproduktion bezeichnen kann. Entweder es gibt Märkte für die Waren oder sie werden geschaffen. Mit Niedrigpreisen lockt der Einzelhandel seine Kunden. Hauptsache billig. Die Massenproduktion macht's möglich. Unsere fast 1000-jährige Tradition hat uns gezeigt, dass nur mit viel Liebe und größter Sorgfalt das Beste aus Milch entsteht. Die Milch von der Alm auf den Frühstückstisch. Nur in Werbefilmen wie diesen gibt es noch das Idyll der Bergwelt. Aber es gibt sie wieder, die Handarbeit bei der Milchherstellung. Wir sind südlich von Schleswig auf dem Hof der Eheleute Sierk. Sie investierten einen 6-stelligen Betrag in den Neubau einer eigenen kleinen Meierei. Dort verarbeiten sie jeden Tag gerade einmal 500 Liter Milch ihrer eigenen Kühe. Es ist ein Bruchteil der Menge, die in Milchfabriken täglich durch die Produktion fließt. Und trotzdem, es rechnet sich. Wenn die Großen immer größer werden, dann verlieren die ja die Übersicht. Oder sagen wir mal andersrum, es fliegen ganz viele tolle Produkte, die es früher noch im Laden gab, die früher noch im Tresen standen, die gibt es gar nicht mehr. Weil wenn die größer werden, dann haben sie keine Möglichkeit mehr, diese Produktvielfalt zu machen. Und das ist natürlich unsere Chance, in dem Moment wieder die Chance für die Kleinen, in diese Nischen reinzugehen und dem Kunden wieder das zu geben, was er gerne haben möchte. Joghurt, der naturgereift ist, Joghurt, der wirklich vernünftig hergestellt ist. Und was die Kunden uns auch immer wieder berichten ist, sie möchten gerne wissen, wo es herkommt. Die Sierks halten nur 60 Tiere, bewusst keine Turbokuhrasse. Damit verzichten sie allerdings auch auf 1/3 der zusätzlich möglichen Milchleistung. Ein Bulle sorgt hier für den Nachwuchs und nicht der Besamungstechniker. Der Hof ist seit Generationen in Familienbesitz und die Zukunft ist dank der Söhne auch gesichert. Bauer Jörn Sierk ist seine Unabhängigkeit wichtig. Er hat Weiden für seine Tiere am Hof und ausreichend Ackerflächen, um das Futter für sie anzubauen. So kann er sicher kalkulieren. Auch deshalb hat er auf eine Tierrasse gesetzt, die neben der Milch auch Fleisch liefert. Ich bin letztendlich nur vom Wetter abhängig und nicht von irgendwelchen Börsen, Spekulanten,
oder irgendwelchen Knappheiten auf anderen Kontinenten. Und das ist, halte ich in der Ernährungsproduktion für wichtig, dass die Konstanz da ist. Man kann sicherlich mit kurzfristig mehr Gewinn erzielen, aber langfristig brauche ich eine gewisse Konstanz in meinem Betrieb, weil ich ja auch regelmäßig und in gleicher Qualität Milch produzieren muss. Auch für meine direkten Kunden letztendlich auch. Die Sierks setzen auf Direktvermarktung. Sie haben eine eigene Marke, einen kleinen Fuhrpark. Die Resonanz ist gut, obwohl der Liter Frischmilch 1,25 Euro kostet. Und mehr noch, der Kundenstamm wächst täglich. Haben Sie schon mal gute Milch getrunken? Wie ist da? Und die haben auch gute andere Sachen noch. Und Joghurt, und das schmeckt so wie früher. Weil ich daher weiß, woher das halt kommt und eben diese Zusatzstoffe nicht drin sind im Ganzen, in den ganzen anderen Milchsorten oder verkochte Milch halt. Die schmeckt nach nichts. Sagen die Kinder selbst auch. Bislang haben die Sierks über 600 Kunden. Ein Anfang. Es wird allerdings erst dann profitabel, wenn es doppelt so viele sind. Als es losging, haben wir eine Werbung gehabt von Gies Frische und haben eine Probelieferung bekommen. Fanden das gut, dass wir Milch aus der Region bekommen und nicht bei Edeka Milch aus Bayern kaufen. Wir sind auf dem Land groß geworden und wir kennen nur eigentlich diese Milch und wir freuen uns, dass wir jetzt wieder solche Milch haben können. Doch woher die Milch auch kommen mag und so unterschiedlich auch die Herstellung ist, Milch bleibt umstritten. Berlin. Bei Familie Nordmann ist die Milch vom Speiseplan gestrichen worden. Alicia ist das erste Kind von Stefanie Nordmann. Damals, nach dem Abstillen, ging es ihr schlecht. Juckende Hautausschläge, Magenkrämpfe bis zum Erbrechen. Wochenlang und immer wieder. Kein Arztbesuch brachte Klarheit. Heute fehlen auf dem Esstisch der Familie Milch und Milchprodukte jeder Art. Zusammen mit Alicia hat die gesamte Familie die Ernährung umgestellt. Allein mit Wasser verdünnte Sahne verträgt ihre Tochter. Bis endlich Klarheit herrschte, dauerte es lange. Ich bin dann auch zu Ärzten gegangen, habe eben geschildert, was los ist, habe die Haut gezeigt. Dann wurde halt erst so, vielleicht ist es so Neurodermitis oder so. Dann wurden, wie gesagt, auch Lebensmitteltests gemacht, wo also Blut abgenommen wurde, in Labore eingeschickt wurde. Und dann aber im Prinzip die Feststellung war, nö, ist nichts. Auch keine Milchunverträglichkeit, obwohl die genau auch getestet wurde. Und wir waren dann natürlich auch entmutigt und haben gedacht, okay, jetzt muss es erstmal so bleiben und so weitergehen und es gibt da nichts. Und man fühlte sich halt schon alleingelassen und auf sich selbst gestellt. Was eben auch noch ärgerlich war, ist, dass die Ärzte auch gesagt haben, dass sich diese ganzen Krankheitsbilder, diese ganzen Symptome auch verwachsen können, wenn man eben einfach so weitermacht wie bisher. Und dass dieses Versprechen aber nicht eingetreten ist, solange wir auf diesem Milchweg weitergemacht haben, sondern erst nach Weglassen der Milch sich dort tatsächlich Erfolge abgezeichnet haben. Das Verlassen des Milchwegs führt zu einer völlig anderen Ernährung. Dass wir Menschen auch ohne Milch gesund sein können und dass Milch auch krank machen kann, wissen viele nicht. Auch in Alicias Familie war das so. Ein Leben ohne Milch? Für Freunde und Verwandte war das erst einmal ungewöhnlich. Also wir wurden schon anfänglich komisch angeguckt von der ganzen Familie auch, dass die das halt einfach nicht nachvollziehen konnten, nicht verstehen konnten und dass eben auch dieses positive Image von Milch eben immer wieder, na, aber ihr müsst doch und wo kriegt sie denn jetzt sonst die ganzen Nährstoffe her? Und also wir hatten da schon auch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit zu leisten und natürlich hat Alicia auch zu irgendwelchen Feierlichkeiten irgendwas geschenkt bekommen, Schokolade oder keine Ahnung. Wo dann natürlich auch die Verwandtschaft gesagt hat, ach, da ist Milch drin, das wussten wir jetzt gar nicht. Oder ach, naja, das bisschen, das geht doch schon mal, oder? Inzwischen hat sich der Milch-, Käse- und joghurtfreie Haushalt eingespielt. Ja? Alicias Mutter stieß, nach hartnäckigem Suchen, auf die Ernährungslehre des streitbaren, aber politisch naiven Arztes Max Otto Brucker. Der vehemente Verfechter der Vollwertkost war zeitweise Mitglied in rechtsextremen Organisationen. Brucker zog früh gegen den Murks mit der Milch, wie er es nannte, zu Felde. Damals gründete er die Klinik Lahnhöhe. Der heutige Chefarzt, Dr. Henning Elsner, versucht seinen Patienten in der Klinik alternative Wege zur Heilung aufzuzeigen. Viele, die hierher kommen, haben eine Ärzte-Odyssee hinter sich. Wenige glaubten anfangs, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Milch und ihrer Krankheit. Es gibt natürlich jetzt verschiedenste Entzündungskrankheiten, auch chronisch entzündliche Erkrankungen, die stark damit beheizt werden, mit dieser Übereiweißung, eben gerade durch Milch. Da gehört dieser
rheumatische Formenkreis rein, da gehören auch Asthma- und Atemwegserkrankungen dazu. Man diskutiert jetzt beispielsweise wieder bei Kindern und Säuglingen diese Zunahme des plötzlichen Kindstodes parallel zu vermehrt Eiweißkonsum, weil das ja unklar ist, ob da dann auch plötzliche allergische Reaktionen auf Eiweiß praktisch entstehen. Und man diskutiert sogar auch zum juvenilen Diabetes in Bezug. Dr. Elsner meint damit Diabetes bei Kindern, ausgelöst durch Kuhmilch. Heute, so Elsner, bleibt die Milch als mögliche Ursache für Krankheiten oftmals noch unentdeckt. Ich will nicht alles auf das Gesundheitssystem schieben, aber viele sind ja in eine innere Kündigung gegangen und fallen dann zurück in dieses Selbstverständnis eines Reparaturingenieurs. Also ich bin derjenige, der Krankheiten heil macht, das wird von mir erwartet. Das heißt, es ist immer nur ein ganz schmaler, enger Ausschnitt, auf den der Facharzt dann jeweils in seiner Fachrichtung reagiert. Das gilt in diesem Fall für Mediziner und Patienten gleichermaßen. Okay. Und wenn Sie, ich frage jetzt mal so ganz. Nur wer sich weiterbildet und interessiert, erhält einen Überblick, kann Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krankheitsbildern erkennen. So ein Kribbeln irgendwie auf der Oberlippe oder ist das Ohrläppchen besonders gut durchblutet oder packen Sie mit dem Zeh? Wo soll dieses Gesundheitswissen, ja, und eine salutogenetisch, also eine gesundungsfördernde Lebensführung noch ankommen gegen einen Lifestyle, der stark von der Industrie beworben wird, die eben eher daran Interesse hat, Menschen in einem Standardformat zu erzeugen und dadurch auch ihren Absatz steuern zu können. Wie ist das also mit der Milch? Ist sie unverzichtbares Grundnahrungsmittel oder ein industriell aufgepepptes Lifestyle-Produkt mit unterschätzten Nebenwirkungen? Einfach Milch und Schokolade. Nur zusammen einfach einzigartigen Geschmack. Der wohl kleinste gemeinsame Nenner bei Befürwortern und Gegnern. Als Lebensstarter und in jungen Jahren kann Milch gesund und wichtig sein. Solange sie nicht als übersüße Kalorienbombe daherkommt. Dennoch, es gibt gute Gründe, bei Beschwerden auch den Milchkonsum zu hinterfragen. Denn Milch kann Krankheiten auslösen. Die Milch macht's eben nicht bei jedem.